Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute haben wir was Besonderes geplant, der Jorvet und ich. Wir fahren nämlich zum Alpsee. Es ist irgendwie 5.30 Uhr, fahren ungefähr 3 Stunden. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ich war noch nie am Alpsee, es soll ja wunderschön dort sein. Und auch ganz viele Möglichkeiten geben, was man mit Hund so machen kann. Deshalb bin ich gespannt. Die erste Hürde wird jetzt gleich werden. Wir fahren halt, wie gesagt, circa 3 Stunden. Er liebt eigentlich Autofahren. Also ich denke, es wird jetzt kein Problem sein. Es kann aber gut sein, dass ich zwischendurch mal anhalten muss, weil er unruhig wird. Also ich bin einfach gespannt, jetzt, wie die Autofahrt wird. Jetzt muss ich zumindest nicht alleine fahren oder nie wieder alleine fahren, weil jetzt habe ich mein Jorvet. Und wenn niemand Bock hat oder keine Zeit oder was auch immer, dann packe ich jetzt einfach meinen Hund ein und mache mich auf ins Abenteuer. Hallihallo aus dem Wald. Wir haben jetzt doch eine kleine Pause machen müssen, wegen dem Hund, sondern wegen mir. Ich glaube, der Hund hätte einfach weiter gepennt, war überhaupt kein Problem für ihn. Aber jetzt nutze ich doch kurz die Gelegenheit und gehe mit ihm hier schnell Gassi. Ja, vielleicht pieselt er ja, macht irgendwas. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mal schauen. Aber ich glaube, wir hätten schon noch durchfahren können. Wir haben jetzt noch so eine Stunde vor uns, aber... Ja, also ich kann entspannter fahren und ich hoffe, der Lorvi auch, weil er sich jetzt einmal strecken konnte und so weiter. Hallo, wir sind jetzt hier angekommen am Parkplatz, es ist 8.30 Uhr. Parkplatz ist eigentlich direkt am Alpsee, also sehr, sehr praktisch. Und jetzt gehen wir los. Also ich kann vormittags auf jeden Fall nur empfehlen, es ist super ruhig hier. Die Wege sind noch komplett leer und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier nachmittags ziemlich voll läuft und man ist zwar immer Teil des Ganzen, aber ich mag es einfach immer lieber, wenn man es ein bisschen ruhiger hat. Dafür fährt man ja auch in die Natur, aber es ist wirklich wunderschön. Vielleicht noch ganz kurz zur Fahrt. Der kleine Mann hier war super brav. Hätte ich nicht kurz aufs Klo müssen, hätte er wahrscheinlich die 3 Stunden Fahrt durchgepennt. Wobei es nicht einmal wirklich 3 Stunden waren. Es waren eher so 2,5, weil ich richtig Gas gegeben habe auf der Autobahn. Ich muss auch sagen, am Anfang war überall 80, 60 Baustelle. Mich nervt es so, weil ich will einfach viel vorwärts kommen. Und ja, es war ein bisschen nervig, aber ansonsten eigentlich top durchgekommen. Top Wetter, es ist alles schön ruhig hier. Und jetzt wollen wir um den Alpsee rumgehen. Eigentlich habe ich im Internet gelesen, dass man rechts rumgehen soll vom Parkplatz aus, weil man da die schöneren Spots hat. Aber ich habe den Weg ehrlich gesagt auf Anhieb gar nicht gefunden. Aber da wir sowieso einen Rundweg machen, komplett drumherum, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt einfach links weiter. Sehr geil. Also wie gesagt, wir sind links rumgegangen. Und... da kommt dann direkt noch so ein kleiner Minisee. Ist aber auch ganz hübsch. Und da haben wir jetzt erstmal ein paar Fotos gemacht. Und jetzt gehen wir weiter. Ich kann mal einen kurzen Outfit-Check geben, wie schwer bepackt ich heute bin. Das ist eigentlich das Nervigste an der ganzen Sache, dass ich so einen fetten Rucksack habe mit meinem Essen, seinem Essen, allem Möglichen. Ein heftiger Backpack. Ich weiß, dass es auch größer geht. Ich bin einfach ein Memme. Aber für mich ist der schon schwer. Mit Lorbi-Decke und einer Jacke, die ich längst ausgezogen habe, weil es ist zwar erst 9 Uhr, aber extrem warm. Aber so soll es sein. Ich genieße es auf jeden Fall und bin sehr froh, dass ich hierher gefahren bin. Gell, Lorvi? Sitz! Wir haben uns jetzt übrigens entschieden, dass wir hier nicht diesen Weg da oben hochgehen, sondern dass wir versuchen, direkt hier im Kies am See entlang zu gehen, weil ich glaube, dass das ein bisschen schöner ist als da durch den Wald. Oder für mich zumindest. Und das versuchen wir jetzt. Aber ich denke, es schaut eigentlich ganz gut aus, dass es auch so geht. Und es spiegelt sich so schön. Und es ist so leer. Seht ihr das? Es ist Samstag und ich habe gedacht, es ist hier so richtig voll. Aber nee, es ist absolut ruhig.
erstens, wir sind noch keine halbe Stunde hier, meine Socken sind schon tropfnass, weil ich die ganze Zeit mit ihm ins Wasser gehe. Aber ist nicht schlimm. Ich glaube, wir finden später sowieso einen Spot, wo die dann wieder trocknen und mich stört das jetzt aktuell nicht. Aber ich habe jetzt beschlossen, da wir ja hier am Rand entlang gehen, dass ich ihn sogar ohne Leine laufen lasse hier jetzt. Mein Freund wäre jedenfalls stolz auf mich. Der geht ja am liebsten ohne Leine spazieren. Und ich bin halt übelst der Schisser. Also ich habe immer Angst, dass ich ihn dann zurückrufen kann oder dass er abhaut oder dass er irgendwen anpöbelt, anspringt, und ich will immer alles im Griff haben. Und deshalb ist er bei mir eigentlich wirklich meistens an der Leine, außer in solchen Situationen, wo jetzt, wo ich halt weiß, okay, also eigentlich, ich nehme schon wieder so einen Weg, wo eigentlich kein Mensch wirklich geht, und im Notfall kann ich ihn irgendwie schon zurückholen, weil so weit mit den Steinen kann er jetzt nicht weg. Aber ja, es ist definitiv entspannter, wenn er nicht an der Leine ist bei diesem Weg hier. Auch sicherer, glaube ich, für mich und für ihn. Leute, das ist Baby. Ich sterbe, die sind so süß. Die kommen zu mir. Oh mein Gott, die kommen direkt zu mir. Wie süß einfach. Warum kommen die direkt zu mir? Die schwimmen auf mich zu. Oh mein Gott, wie süß sind die. Der Schlawiner. Da traut er sich plötzlich ins Wasser. Lieb sein, ich sag's dir. Du bist der Jagdhund, aber du lass die Babyenten. Nein. Lieb sein. Du kannst schauen. Nur schauen. Boah, ich halte den mal lieber vorsichtshalber. Hey, lieb sein. Schauen. Schau, die kommen zu dir. Die vertrauen dir, wenn du ganz ruhig bist. Ich bin so dumm. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Irgendwo habe ich die Flexileine jetzt liegen lassen. Jetzt habe ich tatsächlich überhaupt keine Leine mehr. Oh shit! Oh shit! Vor lauter Babyenten. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurückgehen und die scheiß Flexileine suchen. Oh Mann! Aber wir haben ja Zeit. Ich bin jetzt schon überlegen, was ich mache, wenn ich die Leine nicht finde. Ich kann bis zum Auto gehen, da habe ich eine zweite Leine, die habe ich jetzt nicht mit dabei. Oder ich gehe um den See ohne Leine rum. Das sind ja viele Leute, aber an der Straße und so habe ich dann ein Problem. Oh, ich hoffe, ich finde die. Das war jetzt echt dumm von mir. Zum Glück, Mann. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Die Anni gemacht. Was lernt man da draus? Zwei Leinen dabei haben, Leine nirgends liegen lassen. Mann, Mann, Mann. Ja, so 15 Minuten habe ich jetzt wahrscheinlich zurückgemissen, aber ist nicht schlimm. Hauptsache, ich habe die Leine wieder. Mal so. Eigentlich kann ich ja vom Glück sprechen, dass ich das jetzt gemerkt habe, dass die Leine weg ist. Weil wenn ich das jetzt erst später gemerkt hätte, hätte ich, glaube ich, noch mehr Probleme gehabt, wenn dann endlich mal die Leute kommen. Jetzt noch früh und nicht viel los, aber ich denke, später wird es da schon mehr zugehen und dann wäre es unangenehm gewesen. Also ich bin jetzt erleichtert. Ich habe das jetzt auch so hier und kann das so über der Schulter tragen und dann vergesse ich die hoffentlich nicht mehr. Hunde sind halt einfach auch so viel dankbarer als Menschen. Ich bin mir sicher, hätte ich jetzt irgendjemanden dabei gehabt, wäre wahrscheinlich so, oh Gott, Anna, ah, oh Mann, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurückgehen, ah, nervt voll und so. Auch verständlicherweise natürlich. Aber so ein Lorbi, dem macht es gar nichts aus. Du denkst sich, ja, okay, dann drehe ich jetzt mal mit um. Hm, kein Ding. Ach, wir wollen den gleichen Weg wieder gehen. Hier sind übrigens wieder die Enten. Ja, einfach sehr viel dankbarer und gechillter. Macht ihm nichts aus, Hauptsache er kann bei mir sein. Auch wenn ich verkacke. So. Ich glaube, wir haben unseren Spot gefunden. Ja, Leine auf jeden Fall auch zur wichtigen Tasche. Und ich glaube, hier machen wir jetzt Brotzeit und Pause. Jetzt können wir einmal zeigen, was wir alles dabei haben, Lorbi. Du kannst übrigens aufstehen, du kannst herkommen. Okay. Also. Einmal habe ich dabei eine Jacke. Weil ich eigentlich dachte, dass es ein bisschen kälter ist morgens, aber es ist sehr, sehr warm. Decke von Lorbi. So. Komm her. Sitz. Sitz. Brav, fein. Dann habe ich dabei Futter für den Jorvet. Trockenfutter. Du kannst jetzt ein bisschen was fressen, wenn du willst. Ich habe eigentlich auch ganz viel Wasser für mich und für ihn dabei.
Aber da hier ja überall eigentlich erlaubt ist, dass Hunde ins Wasser dürfen, kann er auch da trinken. Käse und Tomaten, 3 Salamisemmeln, eine Powerbank, ein Schokokuchen, den ich gestern noch gebacken habe, eine Spezi und Weintrauben. Hundeleckerlis und eine kurze Hose, die ich jetzt dann wahrscheinlich anziehen werde, weil es mir zu warm ist mit der langen. Irgendwie werden wir von Babyenten verfolgt. Ich habe die zwar auch gerade gefüttert, aber die sind von allein eigentlich wieder hergekommen. Ich muss sagen, dafür, dass es ja Jagdrasse ist und er Jagdhund ist, mein Essen ist noch klein, finde ich es eigentlich echt top, dass die hier so quaken und vor ihm rumspielen und der einfach sich denkt, okay, ich bin einfach brav. Hey, bist du mein bester Freund? Dann gib mir High Five. Fein! Sehr gut. Es hat jetzt auch schief gehen können, kleiner Schatz. Da vorne bei diesem Haus sind wir gestartet. Hier. Und wir sind jetzt quasi von euch aus gesehen rechts rumgelaufen. Und das ist aber noch ein bisschen so eine kleine Bucht. Also ich denke so 40%. Und wir gehen jetzt quasi einfach wieder zurück. Mal schauen, mit oder ohne Pause. Irgendwo da drüben gibt es noch so einen Stein. So einen erhöhten Stein, wo man dann auf diesen Berg sieht. Das ist so ein richtiger Insta-Spot. Da werde ich auf jeden Fall noch ein Foto machen. Und ansonsten einfach den Ausblick genießen, das Wetter genießen und im Lobby einen schönen Tag machen. Da hat wer Durst. Ja, du. Trink weiter. Wenn ich jetzt noch ein bisschen länger hier liegen bleiben würde mit ihm, dann würde er tatsächlich ein Nickerchen machen, aber der kann dann auf der Heimfahrt wieder schlafen. Schlafst du auf der Heimfahrt, dann wieder ganz brav. Ja, das wäre müde. Oh Mann. Das ist eine Kuschelmaus. Vielleicht will ich mich doch kurz noch hinkuscheln zu dir. Also die rechte Seite zieht sich jetzt doch länger. Ich weiß auch, wieso die jetzt gesagt haben, man soll lieber auf der rechten Seite starten, weil hier überall diese kleinen Buchten sind, die so richtig türkis wirken. Also es ist jetzt auch schöner Abschluss, kann man sich nicht beschweren. Aber hier sind wie gesagt diese ganzen kleinen Buchten und deshalb zieht sich das jetzt diese andere Hälfte doch ein bisschen länger. Also ich würde sagen, man braucht auf jeden Fall, wenn wir so stoppen wie wir immer, wir haben auch zwischendurch eine Pause gemacht, so 3 bis 4 Stunden, sollte man schon eigentlich für diesen Rundgang einplanen. Ich habe im Internet gelesen, es dauert 2 Stunden, wahrscheinlich wenn man ohne Stoppen irgendwo einfach rundherum geht. Aber mit Pausen und Fotografieren und allem haben wir jetzt locker 3 bis 4 Stunden gebraucht und wir sind ja noch nicht einmal beim Auto.